Dann sehen wir mal, was wir jetzt noch machen sollen. So, wenn die Fahrgäste sicher aus dem Zug sind, konzentrieren sie sich darauf, die zentrale Energieversorgung wieder einzuschalten. Okay. So, das ist dann hier. Ne, hier oder was? Okay. Es sieht aus, als ob der Motor überhitzt und komplett ausgefallen ist. Dieser Zug muss aus dem Betrieb genommen werden und diagnostiziert werden. Unser nächstgelegenes... Das habe ich leider nicht geschafft, das zu lesen. Ja, die Meldungen sind recht kurz. So, das... Okay, das heißt, wir müssen komplett den Zug abrüsten. Das kommt ein Wartungsteam her. Ich habe es leider nicht geschafft zu lesen, aber ihr könnt es ja anhalten, das Video, beziehungsweise ich werde es mir dann auch anhalten. So, das heißt, wir rüsten hier alles ab. Der muss auf aus. Den ziehen wir raus. So, und dann sollen wir den Führerstand wechseln. Okay, okay, okay. Das heißt, wir müssen den Zug irgendwo jetzt noch hinbringen. So, bin ich natürlich rausgesprungen. Stand ja auch in der Beschreibung, dass wir beide Zugteile fahren. Also sowohl Steuerwagen als auch den die Lokomotive. Das finde ich auch sehr interessant, dass man eben hier solche Zwischenfälle einbaut. Das habe ich das letzte Mal, glaube ich, bei dieser NEC New York mal bei einem Szenario gesehen, wo man halt so einen außerplanmäßigen Halt hatte. So, und ja, wieder so Gäste, die im Betriebswerk schlafen möchten. Na, dann wünsche ich euch eine gute Nacht da drin. So, Führerstand wechseln. So, Führerstand ist betreten. Da müssen wir den aufrüsten. Das aufrüsten und aufrüsten. So, dann müssen wir hier die Starttaste drücken. Auf vorwärts. Das Ventil muss nach innen gesetzt werden. So, Bremse löst auf jeden Fall. Das heißt, wir können losfahren. Wo sollen wir... Ich habe das nicht ganz zu Ende lesen können, wo wir den Zug jetzt genau hinbringen sollen. So, San Francisco Nebengleise. So, liebe Leute, das... jetzt müssen wir mal gucken, wie lange brauchen wir denn jetzt dahin. San Francisco Nebengleise. Ich schau mal auf die Karte. Das dauert dann schon wieder länger als... Also das ist auf jeden Fall... Sollen wir da jetzt hin? Das ist doch hier irgendwo und das ist auch schon kurz vorm Ziel, oder? Ach nee, Quatsch, das ist hier oben. Guck natürlich völlig in die falsche Richtung. Das ist ja kurz vorm Bahnhof. Oh Gott, Leute. Na gut, dann machen wir ein etwas längeres Abschlussvideo. Also ich dachte, das kommt jetzt hier mit den 30 Minuten, aber... Na gut. Das werden wir nicht ganz schaffen. Eine Anweisung, dass wir langsam fahren sollen und den Motor nicht so beanstrengen sollen, das haben wir wieder kurioserweise nicht bekommen. Was ja gerade bei so einem überhitzten Motor extrem wichtig wäre. Gut, dann schauen wir mal, wie lange wir brauchen. Fast überlegen, ob ich da noch einen Cut unterwegs reinmache. Also wenn es, Leute, ich sag's mal vorweg, wenn es 40 Minuten jetzt insgesamt an Fahrzeit dauert, dann müsst ihr damit rechnen, dass es hier vielleicht einen Cut gegeben hat, wo eben dann die An- und Abmoderation fehlt. Das sind dann so spontane Entscheidungen, die man dann halt dann leider treffen muss. So, aber 12 Meilen, das ist schon ein ganz schönes Stück noch zu fahren. Aber es geht eigentlich relativ zügig. So, dann können wir jetzt erstmal gleich auf die, sagen wir mal, 65 beschleunigen. Aber sehr interessant, es ist gleichzeitig auch eine Wendezugaufgabe. Gibt es ja jetzt auch nicht so oft hier in Trains in World.
ab und an, also bei den Szenarien. Ich weiß gar nicht, wie das bei Fahrplanmodus ist. Da geht es sicherlich auch in dem einen oder anderen Zug, aber da müsste man nochmal genau gucken. So, vorher gehen wir erstmal nur auf die 65 oder ein bisschen weiter. Und auf jeden Fall jetzt nochmal die ganze Strecke hier zurück. So. Okay, lass mich hier rollen lassen. Dass wir jetzt dann auf die Bremse noch müssen. Lauf, weil es ja wieder abschüssig ist. Ja, ein schönes, interessantes, abschließendes Szenario, in dem man gleich beide Fahrzeuge fahren kann. Finde ich persönlich sehr, sehr interessant. So, jetzt dürfen wir gleich wieder die 79 fahren. Und das habe ich darum nur 70 erlaubt. Sehr, sehr viele Bahnübergänge. Man scheint hier wirklich an Brücken zu sparen. So, immer noch 8,7 Meilen, die wir hier zurücklegen müssen, egal wie schnell wir hier fahren. Wir haben jetzt 27 Minuten, knapp 28 Minuten auf der Uhr. Jetzt mit den 30, das wird wohl nicht mehr hinkommen. Aber wir schauen mal, wie viel es dann unter dem Strich werden. Dann also kurze Reduzierung wieder auf 70 Meilen pro Stunde. Wie gesagt, es wundert mich, dass wir hier Höchstgeschwindigkeiten fahren können. Obwohl eben angeblich der Motor am Überhitzen ist. Das heißt ja, dass die Kühlung irgendwo da nicht mehr richtig funktioniert. Das überrascht mich schon ein bisschen. Das habe ich sogar mal als Kind mal erlebt. Also wir hatten ja wie viele Familien im Osten. Das erste Auto, na, erratet ihr richtig, das war ein P601, auf Deutsch gesagt ein Trabant, und zwar so die gängigste Version, die ihr sicherlich auch schon mal irgendwo gesehen habt, auf Deutsch gesagt ein Trabi. Da war auch das Problem, dass da irgendwas an der Kühlung nicht mehr funktioniert hat und dass der Motor wirklich nah dran war, sich festzufahren. Ich weiß, dass wir da gerade noch so nach Hause gekommen sind. Also mein Vater hat ihn einfach, wir sind gerade so den Berg hoch und da war das schon wieder heiß, dann quasi Schlüssel rum, also komplett ausgeschalteter Motor, dann so das Auto den Berg runterrollen lassen, da wo es möglich, wo es bergab ging. Also wir haben es wirklich gerade so nach Hause geschafft, dann hinten am Bergende quasi nochmal gewartet, bis der Motor abgekühlt war. Also ganz so einfach, wie es jetzt hier mit dem Zug dargestellt wird, ist es sicherlich meiner Meinung nach nicht. Ich habe sogar mal irgendwas letztes Jahr, also 2019, irgendwas gelesen. Da ging es um eine Diesellokomotive, fragt mich nicht mehr welche, die da auch Probleme hatte bei Hitze, dass da ständig die Motoren halt am Überhitzen waren und aufgrund dessen eben, also aufgrund dieser Überhitzung,
der Motoren es eben auch, es auch ständig passiert ist, dass die Loks dann halt nicht mehr so schnell fahren durften, damit sie nicht komplett kaputt gehen. Ich meine mich daran zu erinnern, dass da mal irgendwas war mit den Lokomotiven. Das war das, waren auch ziemlich moderne Diesellokomotiven. Ja, also googelt das einfach mal, was so die modernen Diesellokomotiven in Deutschland, in Mitteleuropa sind. Ich meine, da ist irgendwas gelesen zu haben. Und da fragt man sich ja dann auch manchmal, ob diese ganzen elektronischen Systeme, wo alles mehr Elektronik, Software ist, es ist zwar das Modernere, aber ob es dann in manchen Situationen immer die bessere Wahl ist. Gerade wenn es dann eben bei solchen klimatischen Bedingungen dann zu solchen großen Problemen führt, offensichtlich. Weiß ich nicht. Wie gesagt, nehmen wir doch mal Züge von früher. Natürlich, die waren nicht barrierefrei, die hatten nicht immer Klimaanlagen, ob man sie im Westen nur als Silberlinge kennt oder im Osten eben die Halberstädter Personenwagen oder sogenannte Rekowagen. Also letzteres habe ich ja als Kind noch miterlebt. Wenn da irgendwas an der Lok oder am Wagen war, man hat den Wagen oder die Lokomotive ganz einfach getauscht und das war's dann. So, bei manch anderen Zügen, wenn man das heute bei manchen Zügen sieht, das geht ja schon gar nicht mehr, dass man einfach so die Lok tauschen kann, weil manche Züge von der Software her wie ein kompletter Zugverband zu behandeln sind. Nehmen wir doch mal als Beispiel IC2, also diese Doppelstock-Intercities, die sind rein technisch ein kompletter Zugverband. Da kannst du nicht einfach mal einen Wagen oder eine Lok austauschen, was natürlich dann das Problem ist, wenn irgendwo ein Element kaputt ist, lass es bloß eine Türstörung sein, du kannst ja gleich einen kompletten Zug außer Betrieb nehmen. Das sind halt so Sachen, wo man sich fragt, naja, ist das... Entweder man macht dann sowas so perfekt, dass eigentlich nichts mehr kaputt gehen kann, oder man macht es halt so wie früher, wie sich das bewährt hat. Ihr könnt ja gerne mal so eure Meinung zu solchen Dingen in die Kommentare schreiben. Wie gesagt, ich kann mich nur auf das stützen, was ich mir halt selber angelesen habe. Ich bin da jetzt auch kein super Experte bei dem Thema, muss ich auch mal dazu sagen. Aber ich stelle mir ganz normal die Frage, wenn ich solche Sachen lese, warum? Ja, warum? So, wir nähern uns unterdessen unserem Abstellpunkt hier in San Francisco. Sausen hier, wir haben diese eine Langsamzone, haben wir jetzt aber auch noch nicht passiert, oder? Wo wir letztens wieder so grandios schnell waren, während der Hinfahrt. Ich muss sagen, ja, mit den 30 Minuten, na, sind wir schon bei 33 Minuten Spielzeit. Ja, dann lassen wir vielleicht ein Video hier zum Abschluss vom Baby Bullet. Wenn ihr natürlich noch eine Fahrplanfahrt oder sowas sehen wollt mit dem Zug, schreibt das rein in die Kommentare, ich werde es mir notieren und gucken, dass wir das dann einrichten können. Ich weiß, ich sage das ziemlich häufig, aber ich habe diese Sachen auch mit den Halt an allen Bahnhöfen und so weiter, ich habe es nicht vergessen. Es hat sich einfach in diesem Jahr, beziehungsweise auch vorher, einfach nicht ergeben. So, und hier haben wir nämlich unsere 40-Meilen-Zone, die uns dann erwartet. Gut. Sind wir ja fast schon wieder in San Francisco. Wir sind eigentlich schon wieder in San Francisco. So, im Stadtgebiet. Gleich an unserem Abstellpunkt. Da brauchen wir den Zug eigentlich nur noch rollen lassen. Kann natürlich sein, dass wir vorher nochmal 25 Meilen haben. Aber insgesamt doch ein sehr, sehr interessantes Szenario. Also, ja, ich glaube eher, ich werde es nicht teilen. Jetzt meine ich natürlich, sonst wäre es dann fast schon wieder zu kurz. Ich habe euch ja auch mal gefragt, was diese ganze Länge der Videos angeht. Und da habt ihr auch so gesagt, so 20 bis 30 Minuten pro Video ist absolut okay. Natürlich sieht man es auch bei anderen Kanälen. Da gibt es mitunter jetzt, zum Teil bei Kanälen, die ich schaue, mal eben so 45 Minuten Videos. Da stelle ich mir dann immer so die Frage. Ja, sehr schön und Respekt vor dem Aufwand. Aber die Frage ist dann halt einfach, wer... Ich versetze mich halt immer so in den Zuschauer, oder ich versuche das einigermaßen, mich halt in den Zuschauer reinzuversetzen.
Ich persönlich wüsste nicht, ob ich mir immer für ein einziges Video 45 Minuten Zeit nehme. Das ist halt schwierig, aber da tickt letzten Endes auch wieder jeder Zuschauer anders. So, jetzt dimmen wir erstmal wieder das Licht. Tunnels haben wir jetzt keine mehr. Vorne ist nur noch, denke ich mal, um die Kurve. Ich hoffe, ich muss jetzt hier noch nicht irgendwie rangieren oder sowas. So, jetzt haben wir gerade mal beim Rückweg gebraucht knappe 12, stimmt gar nicht, doch so 12 Minuten, wo wir jetzt durchgerauscht sind. Und da sind wir gleich auf unserem Abstellgleis und hoffen, dass der Zug jetzt schnellstmöglich repariert wurde. Ach ja, da vielleicht noch eine kleine Zusatzgeschichte aus dem Jahr 2005. Boah, Leute, kündigt doch bitte die Geschwindigkeiten an. Entgleist doch der Zug. Schaut euch mal, darf ich nur 5 Meilen oder sowas fahren. Könnt froh sein, dass der jetzt hier noch im Gleis bleibt. Nur 5 Meilen darfst du hier fahren? Krasse Sache. Aber, liebes Spiel, das kann man doch ankündigen. Gut. Mit 5 Meilen, da hatte ich auch noch nicht gehabt, glaube ich, 5 Meilenzonen, relativ selten. Na gut, 3 Meilenzonen mal bei CSX Heavy Haul beim Einladen, wo man den Zug halt beladen möchte. Kohle, da darf man da glaube ich nur 2 oder 3 Meilen fahren. Aber 5 Meilen hatte ich auch noch nicht. Wisst ihr, wie lange wir jetzt noch brauchen, das kurze Stück davor? Ja, die Geschichte, da ging es darum, da war ich auf einer Strecke unterwegs, wo diese D-Zero-Triebwagen unterwegs sind. Also Triebwagen DB Baureihe 642 ist das. Und die hatten damals auch Hitzeprobleme, dass da Bauteile ausgetauscht werden mussten. Und das große Problem war aber, dass diese Teile dann nicht geliefert wurden, dass es da Lieferengpässe gab und dadurch eben im Berufsverkehr mitunter nur ein einziger Triebwagen gefahren ist. Also das war 2006 war das, genau. Und da hat dann, wo dann diese Probleme behoben waren nach 1-2 Wochen, hat die Bahn dann so als Dankeschön für das Verständnis, dass die Züge dann immer auf einem gewissen Streckenabschnitt extrem voll waren, hat die Bahn sich dann öffentlich an dem Bahnhof, wo die ganzen Leute eingestiegen sind, dann entschuldigt und jeder hat eine kleine Tafel Schokolade bekommen. Da kann ich mich auch noch dran erinnern. Mittlerweile fährt ja die Bahn auf dieser besagten Strecke schon gar nicht mehr. Da fährt jetzt auch ein privates Eisenbahnunternehmen. Aber das nur am Rande. So, jetzt aber sind wir da auf unserem Abstellgleis. Wir sind da, wo wir hergekommen sind. Dort sind wir jetzt wieder angekommen. Also wir haben es nicht bis nach San Jose geschafft. Aber wir sind... So, sperren Sie den Zug hier und begeben Sie sich zu den Büros auf der anderen Seite der Strecke. So, dann machen wir das. Ja. Eine typische Saarbrüsten halt. Volle Leistung, denke ich mal, ja. Also, wo soll die Bremse? Die steht doch auf volle Leistung. Der Leerlauf ist drin. Richtungswender neutral, das stimmt auch. Ach, oder muss ich den hier einstellen? Nee. Was will der denn jetzt? Unterdrückung, okay, warum auch immer. So, abgeschalten. Jetzt muss ich das absperren. So, und jetzt ist er doch abgerüstet. Machen wir doch die Lichter aus, die wir genutzt haben. Aus. 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 So, na, das sind keine Büros davon. Okay. Das war ein unglückliches Ereignis. Die Mechaniker werden sich um die ZEV-Problematik dieses Zuges kümmern. Na, dann drücke ich denen die Daumen, dass die das auch hinbekommen. So, Ihnen wünsche ich eine gute Nacht. Klimaanlage ist die Nacht ausgeschaltet, also Sie werden hier schon schwitzen. Und den Sitz müssen Sie danach aber sauber machen. Gleiches gilt für die Damen hier. Und, naja. So, also, wir steigen jetzt aber aus. Wir haben die Leute gewonnen. Zugbegleiter hat Bescheid gesagt. So,
wir machen zu und sollen jetzt hier vorne hingehen, aber hier sind doch keine Büros. Hier sind doch keine. Oder ist das wieder so ein Pfad, den wir gehen? Ne, genau, wir gehen so. Gucken, ob nicht, dass hier noch ein Zug kommt. Hier. Toll. Also, das ist unser Zug, den wir gefahren sind. Den wir jetzt hier abgestellt haben mit Fahrgästen. So, dass ich doch die Bahnpolizei komme. Okay, jetzt sind wir schon bei 41 Minuten. Na, vielleicht doch eher ein Thema für einen Cut. Also, so, dann gehen wir zu den Büros. Das ist wieder solche Container. Wieso sind das immer in solchen Containern? Wir kriegen eine Errungenschaft im Dunkeln freigeschaltet. Okay, gut. So, Goldmedaille. Obwohl wir Geschwindigkeitsüberschreitungen dazwischen hatten. Gut, liebe Leute. Also, ich sag schon mal im Vorhinein Entschuldigung. Denn ich glaube, so wie das jetzt aussieht, werden es doch zwei Videos werden nach jetzigem Stand. Es sind schon 40 Minuten Aufnahme. Ich danke euch trotzdem fürs Zuschauen und würde mich natürlich wahnsinnig freuen, wenn ihr beim nächsten Video, da werden wir dann in Kanada unterwegs sein, wenn ihr da dabei seid und uns die zusammen die neue Strecke mit mir von dieser sogenannten Oakville Subdivision erkundet. Und ja, ansonsten wünsche ich euch bis dahin eine schöne Zeit und ich freue mich, wenn ihr im nächsten Video wieder dabei seid. Euer Felix, der Weise.